Servus und herzlich willkommen zu einer auf dem Kanal. Also heute gibt's von Brenig im 15er gab's. Das wurde wohl gehypt, die war im 15er nicht aktiv, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt besser oder schlechter wäre im 15er ist. Ich weiß nur, dass man es im 17er schon hernehmen kann. Also mein Ziel von den Mod-Vorstellungen ist jetzt erst einmal nichts zum Schönigen, nicht nur als Shit zum Reden. Einfach mal, dass sie nicht leid jeden Rotz-Mod downloaden, weil sie irgendeine Mod-Vorstellung vorgesehen haben, sondern einfach die gescheiten Mods. Und auch wissen, ob es was für sie ist. Ja, da ist es also alles nicht gescheit animiert da. Also Einklappen, Ausklappen, die Fanghaken, dann haben gerade falsch rum hingestellt, meine ich. Ja. Der scheiß Fanghaken ist halt. No, Alter, wieso klappt ihr Dreck nicht um so? Abkuppeln. Ja, das. So. Dann im Flug ausklappen, der klappt das. Klappt. Er klappt das Gegenstück dazu aus. Und dann runterlassen, den Furch rein und der fängt sich ja automatisch durch eine Callbox an, man muss halt ankoppeln. Ja, und dann zieht man den Packer hinter sich. Aber was ich eh finde, es ist immer einer gerade und der zweite knickt sie dann durch das Gestänge, dass das halt auch so, ja, animiert worden ist. Was ich ein bisschen schlecht finde, der läuft irgendwie immer so wie so ein Psoffen, also Slalom, da sieht man es. Jetzt läuft er wieder raus und jetzt läuft er wieder rein. Keine Ahnung, was da los ist. Man sollte aber beim Ockern davor abgesehen auch keine Kurve. So. Kuppeln wir. Dann muss man halt erst den abkuppeln, dann aufheben, Pflug dran. So. Dann wieder in Furcht setzen. Oh, der liegt jetzt ein bisschen falsch. So, abkuppeln, dann zieht es den so seitlich in Furcht rein. Also man sieht, das läuft jetzt nicht alles mit, aber das passt schon so weiter. Die Dirt am Reifen ist auch nicht die schönste. Aber es ist ein Mod, den man benutzen kann. Und das ist nicht schlecht. Ja. Ich denke, man hat so weit alles darüber gesagt. Dann kopiere ich das mal ab. Und fahre. Also das sind alles drei separate Zips. Und ja, man muss halt alle drei was im Mod abdann aktivieren. So, dann ist das da der dritte im Bunde. Also ist im Grunde ein Ersatz für die, was jetzt gibt, für die Landsberg Saatbett Kombi. Die hat ein Meter mehrer. Und mir gefällt mehrer, weil irgendwie, ja, sie ist nicht so schön animiert und so. Aber mir gefällt das, wie die zusammenklappt da. Die hat vorne eine grobe Zinken, also man kann das jetzt auch zum Gülle-Eingruppen nehmen. Und ja, mir gefällt das zusammenklappt. So. Da sieht man, ja, keine Ahnung, warum sie die Drohne da hinten immer dreht. Kommen nur. Ich bin so verhurst, aber ist jetzt eigentlich auch egal, weil. So, da klappt es aus. Ja, nichts so schön animiert da, aber. Ich denke, man kann zufrieden damit sein. Ja, das war's auch mit dem Video. Wie gesagt, die möchte ich alles geschönt darstellen. Und Mod-Vorstellungen nicht auch eine Woche nach Release machen. So, man sieht es einfach eng. Richtig, nicht komplett geschönigt und möglichst schnell über die aktuellen Mods zum Informieren. Ja, dann sage ich, das war's. Bis dann. Ciao.